Hallo zurück bei GTA 4. Ich muss euch leider von einem riesigen Missgeschick berichten, das ich gerade begangen habe. Ich habe all die Aufnahme nicht gestartet von dem Video. Das ist höchst bedauerlich, aber ich habe es zum Glück 2 Minuten nach dem Start der Aufnahme bemerkt. Das heißt, ihr habt nur verpasst, wie ich zu Brucey gefahren bin und mich mit ihm verabredet habe, also nichts Großartiges. Definitely true. I know it all seems straightforward. What you see is what you get, okay? No, trust me, it seems pretty weird. But underneath these rock-hard abs and biceps of steel lurks the beast, bro! What? I'm a wild animal, man. I'm a raging torrent, bro! Sure. My English not so good. Can you keep it simple? I'm an animal on fire. A crazy local lunatic. All I'm saying, man, don't unlock the forces you can't possibly understand. Capiche? I'll try not to. Ja, was kann ich noch sagen? Was habe ich in diesen 2 Minuten gesagt, die ich nicht aufgenommen habe? Ich habe zum Beispiel darüber gesprochen, dass ich jetzt mit Brucey Bowlen mit Brucey Bowen Bowlen. Bah, was ist denn los heute? Mit Brucey Bowlen gehe. Ah. Aber das eigentlich gar nicht will, aber weil Brucey ja so nett gefragt hat. Er hat also einfach nur angerufen und gefragt, ob wir bowlen gehen wollen. Da konnte ich natürlich nicht widerstehen und habe natürlich ja gesagt. Und deswegen sitzen wir jetzt in diesem Schlamassel. Jetzt müssen wir gleich bowlen spielen. Bowlen spielen. Gott, ich habe es irgendwie mit Bowling. Ich glaube. Ich sollte nicht mehr sehr viel über dieses komische Spiel reden, denn sonst werde ich irgendwann wahnsinnig. Und dann mache ich Fehler in jedem Satz, den ich sage. Das wollte ich ja wohl auch nicht. Nee, also Fakt ist, dass Bowlen eigentlich ziemlich langweilig ist, aber ein halbes Spiel kann man ja mal machen. Außerdem kann ich euch derweil erzählen, wie mein Tag war. Ach, warte mal. Das mache ich gleich. Wir sind ja nicht mit Michelle unterwegs. Scheiß aufs Gesetz. Komm, wir fahren dahin. Ich meine, den kurzen Fußweg können wir uns sparen. Was hat das Auto denn hier auf einmal? Ich glaube, die haben gerade die Wege gebonert hier. Ich dachte, das machen die nur im Bowling Center. Yeah! Na komm. Drücke halbes Spiel. Macht das einen Unterschied, wenn ich ein halbes oder ein ganzes Spiel spiele? Keine Ahnung, vielleicht bringt mir das mehr Sympathie ein, wenn ich ein ganzes spiele. Aber das ist ehrlich gesagt ziemlich langweilig, glaube ich. Wenn ihr mir jetzt die ganze Zeit beim Bowling spielen zugucken sollt und ich nehme immer dieselbe Taktik hier. 2 Schritte nach rechts und dann langsam nach hinten und nach vorne bewegen den Stick. Was? Nein! Ja, ich habe aus Versehen nach links gedrückt. Das war das Spiel will mich verarschen. Das war ich nicht. Nein. Komm, jetzt noch einmal und mit etwas mehr Schwung. Egal. Cooler Song, der im Übrigen im Hintergrund läuft. Am liebsten würde ich ja jetzt gar nichts mehr sagen, aber. Okay, ich glaube, das ist ein bisschen peinlich, wenn ich hier anfange zu singen, ne? Also New York Groove, geiles Lied. Geiles Lied auf jeden Fall. Was kann ich sonst noch sagen? Ich habe jetzt ein bisschen vor mich hingestottert. Ich habe ein bisschen was über den Song gesagt, der hier läuft in der Bowlinghalle. Eigentlich habe ich damit die Checkliste, die hier vor mir liegt, abgehakt. Überspringen wir mal den Wurf. Ein bisschen beschleunigen hier alles. Ich kann euch ja erzählen, wie mein Tag heute so war. Also, ich bin aufgestanden. Wie jeder normale Mensch. Morgens um 1 Uhr. nein, 12 Uhr, komm, bleiben wir mal realistisch, aber das war doch schon recht früh, also fürs Wochenende 12 Uhr aufstehen, ne? Meisterleistung. Dann auf jeden Fall erstmal frühstückt so und dann irgendwie 6 Stunden lang nichts getan und dann habe ich mich irgendwann entschlossen aufzunehmen. Ja, und zwar GTA. Ist das nicht spannend? Wie ist euer Leben denn so? Erzählt mir einfach mal, wie ist euer Alltag? Das muss ich so unbedingt wissen. Das geht mir sowieso immer auf die Nerven, wenn YouTuber fragen. Also ich habe nichts dagegen, wenn Leute in den Videos Fragen stellen, die die Zuschauer dann beantworten. Ich mache das ja selber manchmal. Aber es ist ein Unterschied, ob jemand alle paar Videos mal fragt. Sagt doch mal, ob ihr das und das macht. Scheiße, ich habe wieder nach links gedrückt. Aber diesmal könnte es was werden. Na. Ja, egal.
Ja, es ist was anderes, wenn man alle paar Videos mal fragt, ja, wie macht ihr das und das oder bla bla bla, halt irgendeine Frage alle paar Videos stellt. Das ist ein Unterschied im Gegensatz dazu, wenn jetzt einer in jedem Video, das er erstellt, irgendeine behinderte Frage fragt, die ihn eigentlich gar nicht interessiert, aber die er trotzdem beantwortet hätte von seinen Zuschauern, weil er glaubt, dass die Zuschauerbindung dann steigt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich jetzt hier mit dem Gerappel meine. Ich rede den ganzen Tag schon nur Wirrwarr hier. Das wird eine besonders verwirrende Folge heute. Naja, gut. Muss ja auch mal sein. Ihr müsst das ja auch mal miterleben hier, wie ich auch mal ein schlechtes Video mache. Obwohl, so schlecht wird das, glaube ich, gar nicht zu finden. Zumindest, wenn ich hier Bowling gewinne. Also zurück dazu. Ich finde das schlichtweg blöd, wenn Leute, wenn man offensichtlich bemerkt, dass jemand in einem Video eine Frage stellt, die ihn eigentlich gar nicht, deren Beantwortung ihn eigentlich gar nicht interessiert, die er aber nur stellt, weil er glaubt, dass die Zuschauer dadurch ihn mehr mögen oder so, weil er sie mehr in das Video einbezieht. Und da bin ich persönlich eher der Fan davon, dass man vielleicht alle 10, 20 Videos mal was fragt, was ehrlich gemeint ist, zum Beispiel, wie ist euer Tag? Was in diesem Fall nicht ehrlich gemeint ist, ist, ihr könnt es in die Kommentare schreiben, aber es ist nicht gerade in meinem Interesse zu erfahren, wie der Alltag von jedem meiner Abonnenten aussieht. Weil es schlichtweg nicht relevant dafür ist, ob ich euch mag, ob ihr mich mögt oder andersrum. Ne? So, damit hätten wir jetzt mal hier aufgeräumt in der YouTube-Szene und ich hoffe, ihr nehmt euch das alle zu Herzen, ja? Ja? Ihr dürft nicht, ich meine, wir können so aufhören. Warte mal, haben wir verloren? Haben wir verloren? Warte, steht das im Protokoll? Ich habe so viel Müll in diesen letzten 3-4 Minuten geredet, dass ich überhaupt nicht mitbekommen habe, ob wir gewonnen haben. Das ist... Guckt euch, was in diesem tollen Infoprotokoll steht. Wahnsinn! Da steht glatt dreimal, wie wir bowlen. Das ist unglaublich. Guck mal, unser Auto wartet schon fahrbereit auf uns. Können wir da hinten raus? Warte. Naja, werden wir jetzt rausfinden. Am liebsten würde ich ja mit so einem Schulbus durch die Gegend fahren, aber die sind ja leider derzeit nicht benutzbar. Na gut, so eine fehlende Tür würde mich jetzt auch nicht... Scheiße, ach, kommen wir jetzt nicht durch, oder? Ach, doch, da. Ja, ich wusste es. Ah, ich finde immer so einen Geheimweg. Wäre ja schön, wenn es hier manchmal so kleine Gänge gäbe, die... Das wäre schon ziemlich cool, wenn es irgendwo in GTA so eine Art Geheimtunnel gäbe, der unter der gesamten Map durchführt, aber wo die Eingänge wirklich so versteckt sind, dass man da stundenlang für suchen muss. Das fände ich schon cool. Weil das wäre übelst die Motivation. Da kannst du hinten auf die Spielverpackung schreiben, entdecke geheime Tunnel unterhalb der Spielemap. Und dann fragen die Spieler alle den Entwickler so, ja, aber wo ist denn jetzt der geheime Tunnel? Ich finde den irgendwie nicht. Nun ja, das haben geheime Tunnel so an sich, wisst ihr? Und das gibt den Motivationsschub, den die Spieler brauchen. Mein Gott, was ich für gute Ideen habe für die nächsten GTA-Teile. Ich sollte Entwickler werden. Nur, dass ich nicht entwickeln kann. Aber das ist nebensächlich, denn ich habe zumindest Ideen, was man nicht behaupten kann von Leuten, die zum Beispiel... keine Ahnung. So, darf ich mein Gespräch fortführen? Mein Selbstgespräch? Was ich nicht behaupten... speichern, ja, natürlich. Was ich nicht behaupten würde. Warte. Daran. Ach doch, boah, ich kann mich zum Glück daran erinnern, was ich sagen wollte. Was ich nicht behaupten würde von manchen Entwicklern, die zig Fortsetzungen eines Spieles auf den Markt bringen, die jedes Mal schlechter werden. Ich hoffe, das nehmt ihr jetzt nicht so ganz ernst, was ich jetzt 9 Minuten und fast 10 Minuten gesagt habe, denn. Ehrlich gesagt, heute fällt mir eigentlich fast gar nichts ein, was ich so richtig ernsthaft hier reden kann. Also nicht, dass das nicht immer der Fall wäre. Warte, nicht, dass das... Immer, nicht, dass das nicht... Ist ja auch egal, also...
diese nicht, das nicht, blablabla Sätze, die bringen mich noch um irgendwann. Da muss ich immer so lange nachdenken, was ich gerade überhaupt sagen will und ob ich es richtig sage und hast nicht gesehen und blablabla blub 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 und wir fahren jetzt zu Elisabetha, dann können wir wenigstens eine Mission machen. So als Ausgleich. Busi, ach, lange nicht gehört, länger nicht geredet, lange nicht telefoniert. Wenigstens wollte er sich nicht mit uns zum Bowling treffen. Wow, ich habe Bowling richtig ausgesprochen. Ich bin ein Genie. Nein, das ist echt schlimm. Also wenn ich hier wie so ein Wasserfall rede, das ist ja so, mir fallen manchmal 10 Dinge auf einmal. Das habe ich schon öfter erwähnt in den LPs, aber ich sag's jetzt auch nochmal hier, weil in GTA 4 habe ich es noch nicht erwähnt. Manchmal fällt mir gar nichts ein, dann rede ich irgendeinen Müll, dann brabbel ich irgendwas vor mich hin. Dann bezahle ich zum Beispiel sogar die Maut, anstatt durchzufahren. Unverständlich. Und manchmal fallen mir irgendwie 10 Dinge auf einmal ein, die ich alle gleichzeitig sagen will. Und dann verhaspel ich mich. Und dann versuche ich Bowling zu sagen. Und dann verhaspel ich mich bei dem Wort. Und dann versuche ich Elisabetha zu sagen. Und dann verhaspel ich mich dabei und solche Sachen. Und das kommt dann im Endeffekt so raus, dass das ein lustiger LP-Part wird. Mit interessanten Unfällen. So. Ha, was haltet ihr von einer Schweigeminute? Von einer Schweigeminute. Ich werde jetzt so lange nicht reden, bis diese Cutscene, die uns gleich erwarten wird, abgespielt ist. Taxing than hanging with Manny on the streets. Not so. For one, I won't have to listen to him talk. True! Hey, Nico, this is Patrick. Paki McCreary. All right. Hey. So, Paki is shopping. But I've never trusted the people he's buying off, and I can't, in good consciousness, help him unless he's got some extra insurance. You. And that's why you're the best, darling? Maybe. All right, tough guy, let's do this. Sure. See you later, Nico. Goodbye. And will you call Michelle again? She really likes you. Yeah, yeah. When I swear. So, he seems okay. Oh, he's totally cool. Yeah, he's like family. Ja, natürlich sind wir Familie und natürlich rufen wir Michelle an. Haben wir ja bisher nur 4-5 Mal gemacht. Where are we going? I got this meeting over on Joyland. There's a rifle up on the roof of the place next door. You need to go up there and make sure nothing goes wrong. You'll see me and my boys show up in a bit. You're my guardian angel. You don't trust these guys you're doing the deal with. How come you trust me? You got a good look about you. And I'm lucky with my gut feelings. Dann kann er sich glücklich schätzen. Wo ist unser Auto? Hallo? Ich wollte schon sagen, unser schöner Wagen, aber wenigstens müssen wir diesmal auf dieser Insel hier bleiben und nicht irgendwo anders hinfahren. Finde ich immer gut, wenn man Missionen hat, die auf derselben Insel passieren, dann muss man nicht so weit fahren. Und außerdem fahren wir gerade durch Sonnenschein, so Sunshine Baby. Auf jeden Fall haben wir jetzt gute Laune und können mit Freunden Leute umbringen, was wir wahrscheinlich tun müssen, weil bestimmt irgendwas bei diesem komischen Deal schief läuft. Das ist ja sowieso immer so. Geh aufs Dach und hol dir das Präzisionsgewehr. Diesmal dürfen wir Spaß aus Entfernung haben.
naja, Spaß ist vielleicht weitreichend definiert bei verschiedenen Personen, aber Nico versteht darunter Arbeit und wir verstehen darunter Spaß. Nicht wahr? So, Aussichtspunkt ist da vorne und, ach ja, ich kann mich noch an die Mission erinnern. Da unten sind unsere Freunde und in der Gasse sind die Typen halt so, die da die Drogen haben, ne? Die zumindest noch die Drogen haben. Und jetzt muss ich erstmal wieder snipern lernen. Warte. Ich hab mich doch geduckt. Ja, Spiel, verarsch mich nicht. Wie zoome ich, bitte? So, ja, das habe ich schon. Danke. Wie zoome ich? Verwenden. Ja, das weiß ich. Danke. Ah, mit dem linken Stick. Ja, Mensch, sag mir das doch. So. Ja, jetzt können wir im Prinzip. Oh. So. ein Moment. So. Den haben wir zumindest getroffen. Versuchen wir jetzt nur noch One-Shot-Kills zu machen, was ich natürlich gerade wieder nicht erreicht habe. Aber wenigstens da hinten. Mein Gott. Die brauchen auch alle zwei Schüsse. Ach, warte, haben wir noch einen? Ah. Und was? Noch einer? Die miesen Penner. So, warte. Ich wusste, dass... Ich weiß, dass am Auto noch irgendwann einer war, der mit dem Auto wegfahren will. Mein Gott, komm doch hier. Was? Drei Schuss? Die haben doch auch Schutzwesten an. Ja, ganz offensichtlich. aber sehr effektive Schutzwesten. Sogar mit Filmblut integriert. Wow. Das sind die neuesten Innovationen aus Hollywood. Okay. Nein, was? Na also. Oh. Knapp. Ja, und den Anruf, den haben wir damit... Guckt euch das an. Ich habe den Anruf übersprungen, indem ich aus Versehen etwas zu weit runtergefallen bin. Und anstatt der Telefonat... Was? Wie hat er das denn jetzt gemacht? Der ist runtergefallen und die Animation kam, als wenn er sich über so eine Mauer schwingt. Naja, gut. Sei es drum, ist ja auch egal. 20 Minuten gleich erreicht. Boah, ich glaube, ich bin heute richtig froh, dass der Part zu Ende ist. Ich wüsste nicht, was ich sonst noch erzählen soll. Also, verzeiht mir, wenn ich viel Schwachsinn geredet habe heute, aber das ist ja, glaube ich, irgendwie meine Aufgabe. Denke ich mal. Also, ich wüsste jetzt nicht, dass es, ich würde jetzt zum Beispiel niemanden kennen, der sich davon nicht unterhalten Einen Moment, ich muss mir mal den Satz überlegen. Ich würde niemanden kennen, der sich davon nicht unterhalten fühlen würde. Ja, genauso. Roman, was willst du denn jetzt? Guck mal, eine Minute haben wir noch. Nico, how are you finding things? Have you got enough to do here in Liberty City? Yeah, I think I've got enough on my plate at the moment, Roman. Well, if you need some downtime, go hang out at the apartment and watch some American TV. It is much better than the shit we got back in the old country. Most of the shit on TV in the old country was from America. Don't you remember, Roman? Then watch the TV here and get nostalgic. I don't know, later on. So, ich hatte kurz einen Blackout irgendwie bei meinem Aufnahmeprogramm hier wieder. Der hat wieder eine halbe Minute lang nichts gesagt. Ich glaube, ich werde hier mal die kurze halbe Minute halt, wo ich nichts gesagt habe und wo ihr einfach nur Nikos wunderbares Gesicht gesehen hättet, rausschneiden. Was mir im Übrigen aufgefallen ist, bevor ich hier den Part beende, dieses Spiel ist den meisten Hollywood-Filmen von heutzutage weit voraus. Denn wenn man jetzt genau darauf geachtet hat, dann sah man, dass wenn Nico das Handy am Ohr gehalten hat, dass da so eine kleine Minutenanzeige auf dem Display war. Anders als wenn sich heutzutage in irgendeinem Film jemand ein iPhone oder irgendein Smartphone an die Backe hält, um angeblich zu telefonieren und man das Tastenfeld sieht, da ruft Michelle an. Nein, das wollen wir nicht.
Da beende ich lieber den Part vorher und wir werden uns im nächsten Teil mit Michelle beschäftigen. Da könnt ihr euch sicher sein. Und da könnt ihr auch... schon wieder. Da könnt ihr euch auch sicher sein, dass ich mir etwas mehr Zeit beim Überlegen der Sätze, die ich sage, geben werde. Lassen werde. Heute ist echt der Wurm drin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.